Da unten versammeln die sich jetzt. Leider ist ja nichts mehr zum Anzünden. Da hinten ist noch eine Lache, aber da ist gerade niemand. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Das Ding geht da jetzt nicht hoch, ne? Er sieht nicht so aus. Die sind zu weit weg. Mal hier etwas näher ranholen. Wir legen eine Knallerspur. So, bitte gehen Sie weiter. Sehr schön. Nicht runterfallen. Oh nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die so doof sind. Ich zünd's mal an. Könnt ihr dort vielleicht doch noch irgendwie treffen? Okay, da habe ich mir jetzt mehr von erhofft. Ah, weiter nach unten kann ich nicht gucken. Der rumschreit. Er kann gerade nichts machen. Außer rumschreien. Wir haben gerade runtergeschubst. Fiese Sache. Vielleicht wird's dunkel. Wird ihn jetzt gerne. Einfach noch erledigen. Hahaha, ich hänge. Puh. Einmal darf er zuhauen. Einmal gönnen wir ihm das. Und weg ist er. Hat er mehr als die Waffe dabei? Ja, aua. Er kotzt hier. Hat er auch eine Reiskiste bewacht? Das Licht anmachen. Versperrt er mit seinem Feuer gerade den Weg, dass die hier nicht so schnell ran können. Das ist gerade, glaube ich, wirklich so. Nein, nach rechts. Ja. Au. Jetzt bitte uns nicht anströmen. Sehr schön. Könnt ihr mal ein bisschen Munition tanken. Wenn wieder ein paar Nachtschwärme auf uns zukommen, kann es nicht schaden, da was für die Konfrontation dahinter zu haben. Ach, das ist hier bei den Neuanteil der Apartments. Rais, ne, Rado, Radio. Ich muss mir irgendwo hoch mir Übersicht verschaffen. Gehen wir zu den beiden. Zum Glühturm, zu den Zwillingstürmen. Da ist auf jeden Fall ein Händler. Da links, oder? Nee. Liegen die gerade hintereinander, wenn ich drauf gucke? Das ist die falsche Richtung. Dann geht es eher in die Slums. Dann müsste es ja schon in die Richtung sein. Dort sind wieder menschliche Gegner. Auch genannt böse Buben. Das da hinten scheinen die beiden zu sein. Oh, Hinterhalt, Moment. Ist einfach weiter wartet. Ja. Lagen bloß hintereinander. Der eine kleinere lag hinter dem größeren. Oh, ist doch wieder ein großer, oder? Zufällige Begegnung. Markiere ich mir mal, vielleicht gehe ich da später hin. Ah, Hilfe, es fuchtelt. Schaffe ich das? Schaffen wir doch. Jawohl. Ich schaffe die Fuchtelnde niemals. Hier ist auch schon eine Sicherheitszone. Hier will ich aber nicht hin. Ach, stimmt, hier oben mit dann rein und dann kann man da nochmal runter. Gleich ist Nacht. Oh Gott. Das war zu hoch. Kein Auto, kein Müllsack zum Landen. Mist. Oh.
Ist doch nicht die Sicherheitszone, die ich gedacht habe. Ah, geht's hier oben raus? Hier. Aber jetzt ist es direkt dunkel geworden. Wir haben so lange geschlummert. Jetzt ist gleich Nacht. Oh oh. Hier komme ich rüber. Die Nacht bricht an. Ah, schaut man, das ist doch hier der Turmsport, der Weg. Ja. Der Turmsportweg. Sport. Und die haben wir vor ein paar Folgen meiner Mod gefunden. Oh, das war knapp. Oh. Nein? Hm. Okay, doch. So, jetzt sind wir noch eins runter. Hier unten ist der Händler und der Junge. Moment, falsch. Na. Ah. Nein! Guten Tag. Brutales Bastardschwert. Wilder Baseballschläger. Ich würde gerne verkaufen. Nee, Waffen nicht direkt. Bei die Spitzhacke. Schwere Entscheidung, was? Wieder bei 100.000, um 80 Münzen drüber. Könnte auch Dollar sagen. Ich wollte aber auf jeden Fall Munition kaufen. Naja. Was? Ich bin pistolenmäßig voll? Nein. Und deine Wurfaxt. Ich leg mal die Pistole rüber. Jetzt nehme ich jedoch mal ein Body aus. Ach, Titan ist noch drin. Interessant. Kann ich es noch rausnehmen? Du wirst etwas Besseres finden. Das sieht irgendwie gesperrt aus. Ist zumindest nix. Ich krieg das nicht mehr raus, hä? Du Land. Was habe ich denn jetzt alles gefunden? Pitfighter habe ich auf jeden Fall gefunden. Sind aber nicht so spitze. Schlägertyp habe ich jetzt, glaube ich, auch letztens erst gefunden. Du willst nirgends etwas Besseres finden. Und Barbar bringt auch nochmal Schaden. Hätten wir über 2000 immerhin. Zwar nicht so stark wie die Camo-Machete, aber immerhin. Bestätigen kann ich noch leere Fassungen. Warum haben die beiden leere Fassung und bestätigen und hier ist bloß bestätigen. Ja, fliegt eh bloß wieder. Upsa. Das dachte ich mir jetzt schon. Warum habe ich das irgendwie? Das habe ich irgendwie schon bestätigt, offenbar. Grobian Lurland. Schaden 1. Schlägertyp. Dann bestätige ich das jetzt. Und dann noch was bauen. Nochmal das. Flüchtergift. Dafür bräuchten wir aber Unterwasseralgen. Schwere Entscheidung, was? Ist aber nur einfaches Gift. Ist es aber besonders gut, weil es orange ist. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Dann gehen wir mal Unterwasseralgen suchen, finden. Irgendwo, wo Wasser ist. Wobei nebenan ist ja die zufällige Begegnung ist weg. Die war ist jetzt nicht mehr zufällig. Nee, hat sich schon erledigt, könnte man sagen. Aber kann ich mir ja mal merken. 160 Meter, gar nicht so weit weg. Könnte aber echt schwierig werden. Bei Nacht. Einfach da oben hockt. Und der Ping. Hier ist aber schon direkt Wasser.
Die Viecher kommen doch eh nicht unter Wasser, dann könnten wir uns unter Wasser zumindest zurückziehen, wenn hier Nachtschwärme ankommen. Boah, bei Nacht unter Wasser, so dunkel, das ist gar nicht angenehm. Überhaupt nicht. Wachsen die Algen eher in der Mitte oder eher am Rand? Sieht auch cool aus da hinten. Vier Stück brauchen wir, ne? Ah, es wird grün. Das ist nichts zum Einsammeln. Sieht zumindest nicht aus wie was zum Einsammeln. Die könnten uns jetzt umschlingen, hier die langen Dinger. Das ist doch was. Wo ist eigentlich? Haben wir einen Luftanzeiger? Unterwasseralgen sind so rot mit weißen, ich sag mal, Stängeln dran. Keine Luftanzeige. Haben wir da Ei? Da, die vier. Werden wir jetzt eh nicht mehr die Pistole basteln können, weil dafür muss ich ja erstmal. Ich nehme die jetzt auch noch mit. Müsste ich ja erstmal ein paar Requerierungspakete finden. Na toll. Ich geh basteln. Das Flüchtergift. Haben Sie einen Flüchter gefangen? Gut gemacht. Jetzt können Sie das gefährlichste Gift in der Geschichte Harrans herstellen. Gift-tastisch. Erweitert Ihre Angriffe um einen starken Gifteffekt. Gebaut. Zum Glück haben wir auch schon genügend gemeine Pflanzen. 2515. Macht etwas weniger Schaden als die dunkle Machete, nicht Camo-Machete. Camo-Machete war diese 900er Waffe. Gar nicht voll Schrotflintmunition. Etwas gekauft, ja, aber nicht voll. Guten Tag. Oh, stimmt, der kann ja rotzen, da war ja was. Der Stachelige kann ja auch rotzen. Und unter Wasser trifft er uns auch. Gute Nacht. Und viel Glück. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, hat man, glaube ich, gemerkt. Mit Böllern können sie Schattenjäger weglocken. Ach so. Die konzentrieren sich dann eher auf das Knallzeug, wie die normalen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So schlau sind sie dann. Doch nicht. Kompositpistole. Schaden aber nicht so gut. Moll. Dann habe ich bloß ein so ein Päckchen vorhin gekauft. Wird schon wieder hell? Hm, ist noch gut Zeit bis dahin. Sieht nicht spektakulär aus, die Waffe. Unscheinbar, aber giftastisch. Ich höre hier wen schnaufen. Es klingt, als wäre er immer links. Wenn wir uns drehen, dreht er sich immer oder läuft er immer weiter nach links. So klingt das. Ist vielleicht unter uns. Catch up. Sieht so cool aus, wie es die Gardine hier aussieht. Alles schläft bei Nacht. Außer die Schlafwandler. Schaut mal, was hier oben ist. Etwas Harmloses. Oh, schon gestorben. Das ist schwach.
Schnauft wieder was. Wie cool das auch aussieht, wenn bei Nacht was brennt. Der Immersionhaber kann ich immer bei Nacht das HUD ausmachen. Das haben wir schon mal gesehen. Auch dieser Linseneffekt. Cool. Großer Schatten. Was ist hier? Wird noch ferngeguckt um die Uhrzeit. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Lebenspunkte wir haben. Hilfe, Hilfe! Best noch hier so aus der Deckung raus, die abknallen. Oh. Jetzt kriege ich meine Quittung. Ah. Wo fucken? Tot. Und keine Einblendung, wie viele Punkte wir verloren haben? Doch. Stimmt, ist ja kein HUD, das kommt ja erst hier im Schwarzbildschirm. Ja, ja, der hat unten gelauert und uns abgegriffen, hat er gut gemacht. Er hat einen Schisser abgegriffen. Ist der noch hier? Boah, wird gerade geblitzt, kurz vorm Aufkommen. Hey, blockier nicht den Eingang, du dickes Ding. Das hält die aber ganz schön zurück. Kann ich ja jetzt auch. Oder auch nicht. Muss ich gerade eh drücken? Ja. Schon wieder. Dass wir mit Q die Viecher besser sehen können, kann ich aber auch ganz gut erklären, immersiv, denn wir wurden ja gebissen. Und wir haben damit etwas Übersinnliches. Wir haben etwas von denen. Wieder geblitzt beim vom Aufkommen. Insofern kann man auch sich das so erklären, warum man die sich benutzt und warum das für die Immersion passt. Ich geh schon, ich geh schon. Ah, dieser Regen ist auch schön. Hier ist UV-Licht. Das tut euch weh. Pff. Was hier alles ankommt. Die sich aber von den Kugelschüssen abhalten lassen. Ich häng hier. Nein. Tschüss, ich. Schrei nicht so, du doofes Gesicht. Ich komm sonst runter und trete dich. Ganz normaler Nachtschwärmer. Wie er schreit. Erdenruforgan, Schreiorgan. Und die Rippen schreien mit. Gleich ist das Magazin leer und gleich sind wir wieder tot. Das klingt so, als würde es gerade abstürzen. Ah, ist auch abgestürzt. Ein Rotzer, scheiße. Und wieder ein Schisser abgegriffen. Das machen die gar nicht mal so schlecht. Ja,
Kartenrand weiß, ich habe die Karte schon seit vielen, vielen Folgen nicht mehr an. Ist denn abgedampft? Schläft eine Runde. Einfach durchs Feuer rennen. Hilfe! Ne, ist kein Schattenjäger. Nachtschwärmer Schattenjäger. Geh weg. Ich schaff's einfach nicht hoch. Ey, du machst Schummelei. Die Sonne brät. Moment, Spiel. Ich will sehen, was ich... Ah, ich habe die Lampe gerade nicht dabei. Ich müsste die erst holen. Dann können wir den jetzt nicht mit der Lampe jagen. Nein, jetzt fällt er ja gleich runter. Er hat gerade so seine Probleme hier in der Ecke. Jetzt habe ich doch einen bekommen. Aber wie? Immer schön nahe am Unterschlupf. Oh Gott. Haben Sie da? Es hat überlebt, hä? Was fliegt hier runter? Wäre lustig, wenn die auch mal so Rutschen benutzen würden. Kleines Gekrümel. Jetzt ist Ruhe im Karton. Na, schön danach 6 Uhr. Hab ich gar nicht gehört, dass wieder Tag ist. Man hat es gesehen, weil er Verbrennungen bekommen hat. Seine Haut hat geglüht. Jetzt habe ich aber hier die Waffe noch nicht wirklich Gift einsatzmäßig gesehen. Für dich. Ich will mal jemanden vergiften sehen. Flasche oder Lasche, hat's gesagt. Kotzt er? Ja, holen wir. Am Ende verwandeln die sich jetzt in Flüchter. Das wär's. Hab was für dich, guck mal, Waffe. Oh, ihm geht's nicht gut. Tut mir herzlich nicht leid. Schaut mal hinten rechts neben dem Bus, da ist noch einer. Jetzt wird er umarmt. Also bei den menschlichen Gegnern geht das schnell. Klingt, als hätte er eine Maske auf. Langsam gehen uns die Medkits aus. Aber wir haben noch ganz viel Bastelkram. Du hast keinen Schimmer, wie wertvoll du bist. So, mit den menschlichen Gegnern geht das echt schnell. Da kam jetzt der reine Schadenswert mal zum Einsatz. Komm, voran. Mir das Gift etwas effektiver vorgestellt, dass es die schneller dahin rafft. Ich probiere die Waffe mal noch weiter aus. Vielleicht hat die einfach noch nicht ihren wahren Charakter gezeigt. Das war ich nicht. Kommt wieder was raus. So, es kotzt, aber irgendwie... Ich hätte mir noch gewünscht, es explodiert was vor lauter Giftintus. Ah, nix da.
Eine Giftbombe, die wir hier uns herstellen, wenn wir die damit anschneiden. Das sind wieder viel zu viele Fruchten für meinen Geschmack. Das stinkt auch. Oh oh. Ist ja nix. Rote Grütze auf der Linse. Ups. Die schaffen das hier auch über die Steinmauer, sag ich mal. Die stinken nur mal in Zombies, dachte ich mir vorhin schon bei dem einen. Das ist hier mal Ruhe. Das ist mir gerade so viele auf einem Fleck. Hier wird es nicht wirklich besser. Kotzt rum. Dass Zombies kotzen können, ist auch interessant. Gut, ich habe noch keine echten Zombies gesehen. Einfach nur keine Kotzen, denn ich weiß nicht, wie die das so machen, ob die das überhaupt können. Offenbar ja. Schade, schon gestorben. Mann, Spielverderber. Wieder ein Fußball ist. Ah, die gleiche Ecke. Wie in der letzten Folge. Hier fällt wieder irgendwo was runter. Gut aus. Es kotzt nicht. Jetzt kotzt es wieder. Also die kommen schneller in den Modus von wir sind erstmal unfähig jemand anderen zu bekämpfen, weil wir gerade kotzen müssen. Insofern hält man sich die Masse länger oder einfacher vom Hals, wobei die jetzt ganz schön schnell erholt. So besonders schön die Waffe halt nicht zu sein, habe ich bisher den Eindruck. Also die Modifikation mit dem Flüchtergift. Handschuhe schon ab. Aua! Kotzt wieder. Geil. Und unterschiedlich lang. Jetzt brauchen wir noch irgendwo ein Geländer, wo es drüber klettern kann. Hier, komm mal her. Komm her. Wir müssen irgendwie mal auf die andere Seite bekommen. Da fällt wieder was runter. Jetzt. Schaut mal, ohne Arme. Wobei der eine ist noch ziemlich lang, damit kann man schon etwas spielen. Im Sinne von hier rüberkommen. Und nicht tot machen. Gleich klettert sie wieder drüber. Ganz schön geschickt. Und wieder rüber. Ah, Konter. Zack. Das sieht schon fies aus. Es stirbt bevor das Bein abgeht. Dann machen wir das andere auch noch ab. Einfach so. Ich will von oben drauf hauen. Puh, diese Oberschenkelknochen. Jetzt geh schon ab. Jetzt auch. Jetzt muss es nur noch leben. Lebe. Geh ich schon ab. Da ich aber eh nicht mehr den Schalldämpfer mir basteln werde.
Ah, Mist, damit kann ich Epikalibur nicht bauen. Brauchte doch auch bloß ein Gewebe eines Flüchters, oder? Ups, soweit. Es gab doch damals einen Plan dazu, direkt beim Fundort von der Waffe. Die war nicht orange. Enges Schwert am Mord. Hier unten sind das Auto und Epikalibur. Entwicklerentwürfe, ist das okay? Hier ist die Ballettgranate. Können wir uns aber nicht bauen, weil fluoreszierende Pilze fehlen. Das baue ich mir noch einmal. Super Zombie Grenade. Cezuis. Cezuis. Einmal Epikalibur ist drin. Hält zwar echt nicht lang, aber schon ziemlich cool. Haltbarkeit 5. Königsschwert. Bist du der Richtige? Papierflieger. Pilze und gemeine Pflanze. Armeewurfmesser. Oh, 8 Stück. Okay. Bloß eine weiße Waffe. Die Mücke. Ah, was? Epikalibur ist auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum nicht verfügbar. Wie Origami. Können wir uns zwar auch herstellen, aber da war ja auch was. Warum das denn? Hätte mir das Spiel nicht vorm Basteln sagen können. Jetzt habe ich ein Flüchtergewebe verballert. Ich war nämlich schon verwundert, weil Origami 101 ging ja auch nicht auf Albtraum. Aber jetzt wird es hier angezeigt mit hier bastel's mal, aber ist nicht. Kann ich basteln, aber dann darf ich es nicht benutzen. Ja, dann mache ich mich jetzt nicht auf die Suche nach den Sachen für den Papierflieger. Ich hatte jetzt die Hoffnung oder zumindest den Gedanken, vielleicht haben sie das geändert, weil das jetzt da einfach erscheint, dass man es auch basteln kann, aber nee. Oh, 2. Bastel ich mir hier Epikalibur und sowas. Gegen die Laterne. Oh, ekelhafter. Der lebt nicht mehr, du Flachnase. Ah, jetzt überstreckt er seinen Hals so. Aua. Ich wollte mir das viel nochmal aus der Nähe angucken. Gegen den Zombie Gulligan auf. Das war leider nur ein Zombie. Lauf es hin. Jawoll. Oh Gott. Yes. Das ging jetzt aber schnell. Mann, ey. Ich habe mich schon wieder so auf Epikalibur gefreut. Nee, auf Albtraum nicht verfügbar. Bist du eh schon gut genug. Die Waffe ist doch bloß weiß. Aber sie ist stark. Zumindest solange sie haltbar, also solange sie... Ja, wo geht's denn hier raus? Tür. Achso, Türen gibt's ja auch noch. Oh, hier kehrt uns sogar jemand den Hof nieder, die Terrasse. Ich hab ein Sonderangebot für dich. Ah, hier an den Unterschlupf kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja, 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 ja. An den Anzugträger auch. Ich weiß bloß gerade nicht mehr genau was. Wir mussten irgendwas bei den bösen Buben bei ihm machen, oder? Ja, für ihn machen. Für ihn. Ist der Typ noch da? Sieht nicht so aus. Metallteile, Moment. Wir haben ja gerade massiven Mangel. Fast ganz links. Mist.
Wir zwei. Nur mal so aus Interesse, wie könnten wir uns gerade basteln? Verpiss dich! Achso, ich will die Granate noch ausprobieren. Hohoho, 41 mal 2, 82 also. Da versammeln wir aber mal ein paar auf dem Fleck. Das ist doch schön. Hier, bitte versammeln, wir haben was für euch. Geh runter. Oh, er fliegt mit. Jetzt bin ich gespannt, wie war das nochmal? Das ist so cool. Total absurd, aber irgendwie sowas von cool. Moment, das will ich ohne HUD sehen. Ist das geil. Hier. Hui, wie es die am Arm alle hochzieht. Aber er fliegt halt nicht mit hoch, weil er kein Zombie ist. Batz, batz, regnet Zombies, Schild fällt um. Hast du nicht gehört? Verpiss dich, du Wichser! Niaum! Das kommt auch niemals in den Himmel. Hast du nicht gehört? Sag ich noch. Verpiss dich, batz! Ist halt gestorben. Kopf zerplatzt. Ach, das ist cool. Oh, damit auch die großen Rammer drauf gehen? Ich glaube nicht. Moment, Moment. Hier ist Musik, hier ist Musik. Dann. Gucken, ob der wieder da ist. Einmal erledigt, immer erledigt. Mal gucken. Ich darf jetzt auf keinen Fall die Wurfgeschichte ändern. Sonst muss ich das HUD mal kurz wieder anmachen. Oder ich werfe halt einfach mal alles. Das mal etwas ab. Mittlerweile weiß ich ja, zum Glück hielt das Glasdach stand. Ah, ist wieder da. Ist ein anderer diesmal, oder? Das ist wieder so ein blödes Spuckvieh. Oh, Balla! Bin da ganz runtergekommen. Das war ich nicht. Oh, oh. Hoch! Oh, oh, oh. Für dich. Na, Wurfmesser. Ich habe irgendwann gewechselt. Das sind noch nicht alle. Wir haben noch 8 Stück davon gehabt. Wurfmesser. 1, 2, 3. Fallen lassen. Mist, ging nicht mehr. Jetzt dürfen wir den richtigen Kram haben. Ich mach mal kurz das HUD an. Oder? Ich werf mal. Ich werf erstmal. Na, sieht gut aus, aber ich glaube nicht, dass ihn das tangiert. Nee, die anderen schon, ihn nicht. Gut, dann gehe ich auch schon wieder. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Lass ihn in Ruhe. Boah, wie schön das aussieht. Na, das Fuchtelnde. Das Fuchtelnde ist noch dabei. Gibt's noch? Ja. Jetzt kommt's hoch. Na? Ah, oh, Mist, war zu weit weg. Hat sich jetzt hier auch geweht, oder was? Batz. Es ist weg vom Fenster. Gut, dann würde ich mal sagen, bereite ich dem Ganzen jetzt mal ein Ende. Und zwar letzte Folge dieser Aufnahmesession und überhaupt auch mit diesem, ja, wieder ins Spiel reinkommen. An einer, wie ich finde, wunderbaren Stelle. Ich meine, mit der tollen Musik. Und überhaupt, wie viele Folgen sind es eigentlich wieder, geworden? Folge 119 war die letzte, dann fing es mit 120 an. Jetzt ist das hier, glaube ich, 177, wenn ich mich nicht verschrieben habe, in meiner kleinen Notiz. Dann sind das 58 Folgen. Gut, dafür jetzt 40 statt 20 Minuten, heißt dann nochmal 158, habe ich gesagt. Ja, 116. Fast nochmal so viel wie beim ersten Durchspielen und dann halt bis Folge 119. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier noch so viel reinstecke, aber wir könnten noch viel mehr reinstecken. Aber ich bin nicht so der Spieler, der unbedingt alles 100% haben muss. Ich finde, es ist gerade eine schöne Stelle zum Aufhören. Einerseits schon viel gesehen, andererseits
Tolles Spiel, man soll nicht aufhören, wenn das Spiel einen nervt, aber ich glaube, Dying Light kann einfach nicht nerven. Ja, und ich bedanke mich einfach nochmal bei euch für euer Interesse hier. Anders wieder reinschnuppern, Hellraid auf Albtraum geschafft, ey. Das war ein Abenteuer, aber geschafft ist geschafft und darauf bin ich doch ein klein wenig stolz, dass ich das einfach durchgezogen habe. Aber großartig gewundert hat es mich nicht, denn für mich war es klar, ich ziehe das durch. Na gut. Also, danke für euer Zugucken bis hierhin und wenn ihr wollt und wenn Techlin bald so will, dann sehen wir uns womöglich in Dying Light 2 wieder. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Mal gucken, wann es soweit ist oder vielleicht sehen wir uns in der Zwischenzeit einfach woanders wieder und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.